Beginnen wir bei den Abluftkanälen. Es ist wichtig, dass diese Kanäle gut isoliert sind, begehbar sind und ausreichend Platz für die entsprechenden Luftmengen bieten. Selbstverständlich muss geeignetes Material für diese Abluftkanäle verwendet werden. Die Motoren sollten nach Möglichkeit in Schutzgehäusen installiert sein. Stellringe aus Edelstahl sorgen dafür, dass die Abluftklappen sich nicht verschieben und auch leichtgängig bleiben. Hier im Bild die Schutzgehäuse, die die Stellantriebe gegen Staub und Schmutz schützen. Bereits seit 2011 setzen wir auf eigene Produkte im Ventilatorenbereich. Die Motoren kommen von einem namhaften Hersteller, ebenso die Flügel. Die Halterungskomponenten werden von uns selber hergestellt und basieren allesamt auf Edelstahl. Die Einströmhülse ist in der Regel eine Kunststoffhülse. Der Ventilator wird zu 90% als Rohrventilator eingesetzt oder wie jetzt im Bild als Rahmenventilator. Die verwendeten Materialien für die Ventilatoren sind robust und langlebig. Die Regelung der Abluftventilatoren erfolgt über energieeffiziente Frequenzregelung. Gleichzeitig erhalten wir damit einen optimalen Drehmomentverlauf, wie jetzt in der Grafik erkennbar. In fast allen Bereichen der Schweinehaltung empfehlen wir die Unterspaltenabsaugung. Warum eine Unterspaltenabsaugung? Ganz einfach. Wäre unser Stallabteil ein Warmwasserspeicher, würden wir natürlich die Entnahme oben vornehmen, weil wir ja warmes Wasser haben wollen. In unserem Falle handelt es sich jedoch nicht um einen Warmwasserspeicher, sondern um einen Stallabteil. Hier wollen wir möglichst wenig Wärme verlieren. Durch die Absaugung unter den Spalten wird möglichst wenig Energie dem Stallraum entzogen, also unter Spaltenabsaugung. Die in einem Stallabteil vorherrschenden thermischen Luftströme, bedingt durch die Tiere oder eventuell Heizquellen, sorgen dafür, dass im Liegebereich fast gar nichts abgesaugt wird, im Gegensatz zum Kotbereich, wo fast alles unter Spalten abgesaugt wird. Im Prinzip verhält es sich mit den thermischen Strömungen innerhalb eines Stallabteils ähnlich wie in diesem Beispiel mit dem Becken. Hier ist das Wasser über den Ventilator in Wellenbewegung gebracht worden, sackt aber durch das Absaugen unten gleichmäßig ab. An den Stellen, wo die Wellen nach unten sind, müssen wir uns im Prinzip im Stallabteil die Kotecken vorstellen. Dort, wo die Wellen spitzen sind, sind im Prinzip die thermischen Stellen, wo Tiere liegen bzw. Heizquellen im Stallabteil sich befinden. Gleichzeitig sichert die Unterflurabsaugung bzw. die Unterspaltenabsaugung hier im Vergleich mit der Oberflur einen wesentlich besseren Temperaturverlauf innerhalb des Stallabteils. Es sprechen also klare Fakten für eine Unterspaltenabsaugung. Bereits in der Planungsphase müssen natürlich die Rahmenbedingungen für diese Unterspaltenabsaugung geschaffen werden. Zum Beispiel müssen ausreichende Güllekanaltiefen vorhanden sein, um auch die Vorschriften der TA Luft beachten zu können. Nach der Planung erfolgt dann die Umsetzung in der Praxis, wie hier in einem Wartestall, hier in einem Mastabteil, hier wiederum in einem Mastabteil in der Mitte abgesaugt. Hier sehen wir das Ganze nochmal in einem Warteabteil bzw. Deckzentrum. Das gleiche Abteil aus einer anderen Perspektive, auch zwischen den Buchten integriert. Und hier nochmal in einem Ferkelaufzuchtabteil.
Abluftkanäle verfügen bei uns immer über geeignete Eingangstreppen oder Eingangsluken, verfügen über eigenes Licht. Der Boden wird mit PVC ausgekleidet. Somit können sie auch zur Reinigung und Wartung optimal erreicht werden. Hier im Bild eine typische Unterspaltenabsaugung in einem Mastabteil. Ja, der kommt, wir haben die hier.